Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat. Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mach mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Ist irgendetwas passiert, als wir weg waren? Die hübsche Polly hatte Fieber. Matt Auster hat ein Messer zwischen die Rippen bekommen und der Dreifachmet aus Sodden kommt nicht. Rittersporn. Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberin zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin-Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Windblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Oh! Suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Wir sehen nilfgaardisch aus. Scheiße! Bald wird hier alles nilfgaardisch aussehen. Weil dies eine nilfgaardische Stadt sein wird. Lang lebe. Geralt? Verzieh dich, du kannst mich mal! Wenn du weiter so starrst, werden dir noch die Augen aus dem Kopf springen. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste.
Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Wie wär's mit einem Geschäft? Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was Sie wohl gerade machen? Das werden wir schon bald wissen. An. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo hab ich dich gefunden? Schnell! Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Es ist nicht klug, mit einem Hexer zu spielen. Hurensohn Junior? Warum muss es ausgerechnet der sein? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt. Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan.
Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Sind wir uns nicht schon begegnet? In Loch Moin vielleicht? Begegnet? Ich war mal in einer Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. War das in Sirikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Geralt? Sie sind irre geworden, Hexer. Bin ich kaputt. Was ist das? Ich zahle keine Steuern, damit solche Gestalten die Stadt an sich haben. Tagen kann man die Bahn. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir doch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jung, der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Niemand Wichtiges. Ihr könnt gern heute Nacht bei mir bleiben. Könnte einen Niemand wie dich gebrauchen. Bea, du Hure, beherrsch dich. Das ist Geralt. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl.
Also, Gerald? Deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Gerald, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Fernig? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch mal. Gute Leute! Magier hat das Haus der Jäger angezündet! Was für eine Anmut, was für eine Eleganz. Lade! Du würdest einen guten Seemann noch mehr Treibgut aus Tinerien. Bredanien! Pass doch auf! Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren. Und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt! Geralt! Such dir eins von diesen aus! Sofort, sofort! Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um! Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Sieht krass aus. Probier es mal mit Zwiebeln.
Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Weißt du, es geht mich nichts an, aber ich bin froh, dass du und Yennefer wieder zusammen seid. Ich auch. Du hast dir Zeit gelassen. Wir mussten uns wohl mit den Gedanken erst anfreunden. Und wie war's? Du weißt schon, als der Wunsch vorbei war. Was hast du gefühlt? Tja, da standen wir nun, wir zwei, auf dem Berggipfel. Ich sah sie an und spürte, dass ich genau dort war, wo ich sein sollte. Endlich. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach, wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Ich auch. Manchmal ist es eine Last, ein Hexer zu sein. Genau wie mein Erbe. Ich wäre so gerne gewöhnlich. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch?
Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Ha, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oh, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot. Aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Ich weiß nicht. Kommt mir nicht wie die beste Idee vor. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln. Kauf die Pferde doch einfach. Warum nicht? Mit welchem Geld? Ciri hat euch ein volles Säckel gegeben. Das reicht höchstens für eins. Wir brauchen mindestens vier. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln. Das ist nicht unser Bier. Meines aber schon. Das sind meine Freunde. Wir kommen alleine klar. Wenn Ciri mit uns reiten will, tut sie's. Sie ist nicht dein Eigentum. Sie wird ihren Hals nicht für Diebe riskieren. Was ist los? Seid ihr verrückt geworden? Wir wollten feiern und uns nicht zu Brei schlagen. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Ciris Begleiter. Ciri, so ungern ich es sage, ich glaube, ihr beiden solltet jetzt gehen. Ich weiß, die Magie ist verflogen. Tut mir leid. Ich gehe zum Fluss. Ich will spazieren gehen und eine Weile alleine sein. Es tut mir leid. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du dich deiner Natur entsprechend benimmst. Wir sehen uns dann bei Rittersporn.